In Bonn befasst sich heute der Parlamentarische Kontrollkommission, also die Parlamentarische Kontroll... Ich fange den Satz am besten nochmal ganz von vorne an. Der Frühling mitten im Winter dauert an, auch morgen bleibt es kalt, warm. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, es tut mir leid. Die Unregelmäßigkeiten der Parteienfinanzierung seien bei der CDU auch nach dem Ausscheiden von Lisa hat den Großteil der Bevölkerung ja mit extremistischen und rassistischen. So, schwierig. Denn am 12. September wird ja in Thüringen der Landtag neu gewählt. Wissen Sie, Patrick Leclerc, sitzt da. Ja. Patrick Leclerc. Ja. Wissen Sie, wir rufen aus Damaskus und wollen ein Live-Gespräch machen mit den Tagesthemen. Das ist ganz wichtig. Da ist es wunderbar. Wir sind schon auf Sendung, Patrick Leclerc. Können Sie mich denn hören? Das ist wieder eine dieser wunderbaren. Ja, wir haben gleich keinen Satelliten mehr. Was sehen Sie? Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden Edberg mit 6:4, 1:6, 7:5 und 6:2. Die Lottozahlen: 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Das Wetter. Die Wettervorhersage für morgen Sonntag. Was haben wir morgen eigentlich? Guten Morgen. Morgen. Einen Tag nach dem Rückzug von Partei- und Fraktionschef Schäuble will heute das CDU-Präsidium über die neue Lage beraten. Dabei sollen erste Schritte für die Neubesetzung der beiden Spitzenämter erörtert werden. Als mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz gelten Generalsekretärin Merkel und als Übergangslösung auch der thüringische Ministerpräsident Vogel. Als Kandidat für den Fraktionsposten ist der Finanzexperte Merz im Gespräch. Sind wir noch auf Sendung oder nicht? Also ich gehe nach Hause. Gerne.